Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video explizite Konvertierung bzw. Casts angeschaut und haben festgestellt, dass man auch mit dieser Konvertierung zwischen Datentypen letztendlich nicht alles machen kann, was man sich vorstellt. Zum Beispiel hier das untere Beispiel. Und wir schauen uns eben in diesem Video, lösch mal diesen Code hier, den wir uns jetzt erstmal nicht anschauen. Wir schauen uns eben in diesem Video die Klasse Convert an. Wir haben hier ein String, in dem ganz zufällig ein numerischer Wert steht. Und wir würden diesen numerischen Wert gerne als Integer interpretieren, weil wir damit nämlich rechnen könnten, was mit einen String so nicht möglich ist. Wir haben hier eben versucht, einen Cast vorzunehmen und haben gemerkt, das mag der Compiler gar nicht. Und deswegen setzen wir jetzt die Convert-Klasse ein. Und die Convert-Klasse hat einige Funktionen, wie man hier sieht. Ich kann auch nochmal hinzoomen. Und unter diesen findet man eigentlich immer die primitiven Datentypen, und hier sieht man eben auch eine toInt32. Das ist jetzt sozusagen der Name von .NET für den Int-Datentyp, und hier können wir jetzt den Text angeben, und die Convert-Klasse wird dann versuchen, diesen String in eine in einen Integerwert umzuformen. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Das heißt, hier steht 2. Und dann sollte im Integer Q letztendlich ebenfalls die 2 stehen. Und genau das ist hier passiert. Ja, wir haben hier die Convert-Klasse. Und es gibt, wenn man sich Klassen mal genauer anschauen will, was sie denn überhaupt bieten, dann kann man einen Rechtsklick drauf machen. Und dann gibt es hier einen Eintrag, der heißt Go to Definition, wenn ich ihn finde. Natürlich finde ich ihn nicht. Anyway, der Shortcut für dieses Verhalten ist F12. Das heißt, wenn ich hier F12 auf der Klasse drücke, dann bekomme ich ein sogenanntes gelocktes Codefile hier oben angezeigt. Man sieht, hier ist ein Schloss. Das heißt, ich kann mir dieses File anschauen oder diese Datei anschauen, in der die Klasse Convert dargestellt ist. Allerdings kann ich das eben nicht verändern. Also ich kann hier nicht Text reinschreiben, wie man sieht. Und wir sehen hier sehr, sehr, sehr viele statische Methoden. Hier ist zum Beispiel die int32-Methode, und wir haben eben die genutzt, die einen sogenannten String entgegennimmt. Die ich hier markiere. Und dann fragt man sich natürlich, in C war es aber nicht erlaubt, dass man mehrere Funktionen hat, die gleich heißen. Das habe ich im Video für die Main-Funktion schon mal angesprochen oder angedeutet. Was wir hier sehen, ist sogenannte Methodenüberladung oder Funktionsüberladung. Das heißt, wir dürfen innerhalb einer Klasse mehrere Funktionen haben, die denselben Namen haben, aber eine unterschiedliche Parameterliste, wie man hier sieht. Also wir haben mehrere toInt32 Funktionen, allerdings besitzen sie eben jeweils unterschiedliche Parameter. Wichtig ist dabei die Reihenfolge. Das heißt, wenn ich jetzt, hier habe ich beispielsweise Überladungen, die zwei Parameter haben. Ich könnte jetzt auch noch eine
Überladung zu in 32 machen, indem diese beiden einfach vertauscht sind. Das ist erlaubt. Was auch geht, ist eben, dass man einfach unterschiedliche Datentypen verwendet. Also der Parameter, wie man hier sieht, heißt überall Value. Aber da ich unterschiedliche Datentypen für diesen Parameter in den jeweiligen Überladungen verwende, kann man eben hier die sehen, dass die Überladung trotzdem korrekt ist. Also einerseits ist es wichtig, welche Reihenfolge haben die Parameter und welchen Datentyp hat der jeweilige Parameter. Und wir sehen hier, dass diese Convert-Klasse sehr, sehr üppig bestückt ist. Also wir haben hier Convert-Methoden zu beliebigen Datentypen letztendlich. Und man kann für jeden beliebigen Datentyp auch die anderen jeweils angeben, um von beispielsweise, was haben wir denn hier, String eben zu Int zu konvertieren. Oder wir haben auch eigentlich das, was im impliziten Cast dabei ist, dass man sagt, man kann von Short zu Int konvertieren und so weiter. Das heißt, diese Convert-Klasse deckt nicht nur den Bedarf ab an Konvertierungen, die mit impliziten und expliziten Konvertierungen nicht möglich sind, sondern eigentlich alles. Es ist letztendlich bloß nochmal in einen Funktionsaufruf gekapselt. Gut. Die letzte Frage, die sich mit der Convert-Klasse stellt, ist natürlich, was passiert denn, wenn in diesem Text überhaupt keine Zahl drinsteht? Heißt, wir machen uns eine zweite Variable, in denen eben jetzt nichts drinsteht. Und wir machen uns eine weitere Int-Variable und versuchen jetzt nochmals, diesen String mit der Convert to Int 32 Funktion aufzurufen. Ja, offensichtlich sagt der Compiler, das ist vollkommen okay. Aber wenn wir das Ganze dann ausführen, dann folgt trotzdem natürlich ein Fehler, weil es ist ja nicht möglich, Hallo in einen Int umzuwandeln. Was wir hier bekommen, ist eine sogenannte Exception. Exceptions sind Ausnahmen, zu Deutsch, die Fehlerzustände darstellen. Wir werden uns in einem späteren Video, wenn wir mehr zu Klassen und mehr zu Vererbung gelernt haben, explizit mit Exceptions auseinandersetzen. Aber als Grundsatz kann man sich schon mal merken, immer wenn wir zur Laufzeitoperation machen, die der Compiler zur Compilezeit nicht feststellen konnte, die aber trotzdem einen Fehler darstellen, wird eine sogenannte Exception geworfen. In diesem Fall ist es eben eine sogenannte Format Exception. Format heißt in dem Fall eben, der String, der hier übergeben wurde, da steht keine Zahl drin. Also das Format des Strings passt nicht. Und deswegen kann diese toInt32-Funktion auch nicht funktionieren. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir in den Videos explizit eine Exception sehen. Es wird Ihnen wahrscheinlich, also mir ging es zumindest in meinen Anfängen als Programmierer so, mit objektorientierten Sprachen, die Exceptions unterstützen, ist man erstmal sehr aufgeregt. Hoppla, wieso bleibt der Code hier stehen an dieser Stelle, wenn ich ihn ausführe? Und warum wird mir hier so ein komisches Kästchen angezeigt? Wenn Sie das sehen, Sie wissen jetzt, es ist eine Exception. Das ist erstmal nichts Wildes. Es ist bloß eine Konvertierung fehlgeschlagen. Man kann hier auch dann sofort an dieser Stelle mal rein debuggen und gucken, wie sind denn die Werte. Und man sieht dann sofort, aha, wenn ich versuche, Hallo zu einem in 32 Wert zu konvertieren, dann geht das anscheinend nicht. Also lassen Sie sich nicht verängstigen von Exceptions. Sie sind ein ganz normaler Teil
am Anfang sieht man, oder am Anfang seiner Programmierkarriere sieht man wahrscheinlich mehr Exceptions als im späteren Alltag, aber das gehört auch einfach dazu. Wenn Sie sowas sehen, dann heißt das einfach, dass Sie mal in der MSDN nachschauen können, was ist denn eine Format Exception, wie schaut die aus. Also das typische Vorgehen wäre jetzt eben, dass man hier sagt, ich besuche jetzt die MSDN, gebe mal hier Format Exception ein und hier sehe ich die dann schon. Und sehe hier dann, diese Exception wird eben geworfen, wenn das Format eines Arguments, weil Parameter heißt auf Englisch häufig Argument, nicht richtig war. Und als nächstes schaue ich mir eben an diese Convert to Int32 Funktion. Die gebe ich hier nochmal oben ein. Hier gibt es dann eben auch jeweils die Angabe, welche Exceptions werden denn geworfen, wenn oder unter welchen Umständen besser gesagt wird die jeweilige Exception geworfen. Und hier sieht man eben, value does not consist of an optional sign followed by a sequence of digits. Wer aufs Deutsch haben will, also wir haben hier kein Minus oder Plus vor einer Sequenz an Ziffern 0 bis 9 stehen. Und genau dann schmeißt eben diese Funktion die sogenannte Format Exception. Ja, wenn man Exceptions wie hier trifft, dann hilft es nicht, dass man F5 drückt oder hier oben auf den Continue-Button. Das heißt einfach bloß, dass die Zeile nochmal versucht wird, ausgeführt zu werden. Und wir sehen dann natürlich, dass man die Exceptions immer wieder erhält. Und es hilft eigentlich erstmal bloß, dass man hier auf den Stop-Debugging-Button geht und dann ist man wieder im Editiermodus, wo man seinen Code ändern kann. Dann sagt man eben hier nicht mehr Hallo, sondern 5. Den Fehler damit behoben und hier an dieser Stelle geht dann der Code auch durch. Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben in diesem Video gesehen, wie wir die Convert-Klasse einsetzen, wenn uns implizite und explizite Konvertierungen nicht mehr helfen. Und wir haben einen Einblick in Exceptions bekommen. Wir haben einen Einblick in Methodenüberladung bekommen. Und genau das ist eigentlich das, was ich in diesem Video zeigen wollte. Im nächsten Video schauen wir uns dann etwas genauer Arrays an. Wir haben ja schon bei der Main-Funktion gesehen, dass da ein String-Array übergeben wird und gesehen, dass da der Syntax offensichtlich etwas anders ist als in C. Und genau das schauen wir uns eben als nächstes an. Vielen Dank und bis bald.